Hallo meine Lieben da draußen und willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr zu diesem neuen Video von mir wieder mit dabei seid. Heute habe ich für euch einen kleinen Haul, mal wieder. Das heißt, ich zeige euch, welche Produkte ich mir gerade neu gekauft habe. Da haben wir einen Einkauf bei Douglas und einen kleinen Einkauf bei DM. Fangen wir mal mit DM an. Und zwar habe ich mir jetzt tatsächlich diese beiden Zahncremes gekauft, die ich schon mal in klein hatte. Also die hier, die Repair, hatte ich schon mal in klein von meinem Zahnarzt bekommen in 15 Millilitern und mochte ich total gerne, war mir aber zu teuer zum Nachkaufen. Und jetzt habe ich mir die tatsächlich in groß nachgekauft. 5,95 Euro kostet da eine Zahnpasta. Also für beide habe ich dann 11,90 Euro bezahlt. Denn ich habe gemerkt, dass meine Zähne ein bisschen geschwächter sind als sonst und deswegen möchte ich jetzt ausprobieren, ob mir das hilft. Also ob tatsächlich, wie es hier drauf steht, das den Zahnschmelz repariert und die Zähne intensiv schützt. Wie gesagt, mein Zahnarzt hatte mir das schon empfohlen. Es war mir nur immer zu teuer, aber jetzt werde ich es mal ausprobieren. Ich habe mir dann beide Varianten gekauft. Also es gibt auch noch mehrere, aber die beiden sprechen beide von Schutz. Also Schutz für den Zahnschmelz. Und ich möchte jetzt einfach mal schauen, welche besser ist. Also ob ich jetzt diese Intensivschutz besser finde oder die Repair, die ich schon mal in klein hatte. Schauen wir mal. Wenn jemand die hier schon kennt, schreibt mir dazu gerne in einen Kommentar. Das würde mich echt interessieren, ob die vielleicht sogar besser ist als die oder wie sich das zueinander verhält. So, das war mein kleiner Einkauf bei DM. Also 11,90 Euro für Zahncreme finde ich schon viel. In beiden Tuben sind 75 Milliliter. Aber wenn es meinen Zähnen hilft, dann soll es mir das wert sein. So, und jetzt kommen wir zu meinem Douglas-Einkauf. Als allererstes gibt es hier dieses Set von Jill Sander, Sun. Das ist ja das Parfum, was so beliebt ist. Also ich kenne das schon seit ich ein Kind bin, kenne ich das schon. Also ich glaube, das ist sehr, sehr alt, das Parfum, aber sehr gut, sehr schön. Ich kenne kaum jemanden, der das nicht mag. Also ich glaube, ich kenne niemanden, der das nicht mag. Ich überlege gerade, nee. Jedenfalls habe ich da halt gesehen, dass es das bei Douglas ganz, ganz krass im Angebot gibt. Und zwar von 42 Euro reduziert auf 19,41 Euro. Und das ist das Set aus dem Eau de Toilette in 75 Millilitern und der Hair and Body Shampoo Pflege auch in 75 Millilitern. Und ich habe gesehen, dass das Parfum alleine auch schon diesen Preis hat. Also das Parfum alleine ist auch UVP 42 Euro laut Douglas, aber reduziert auf 19,41 Euro. Das heißt, hier kriegt man quasi dieses Shampoo umsonst dazu. Und auch das hatte ich schon mal in klein. Habe ich aber nur für den Körper benutzt, also als Duschgel. Da fand ich das aber ganz toll. Also als Duschgel fand ich das ganz toll. Und deswegen dachte ich mir, 19,41 Euro, das muss ich mitnehmen. Ich habe gemerkt, dass das, wenn man das aufklappt, hier noch total fest verschlossen ist. Also da muss man echt ein bisschen kräftiger ziehen. Und dann hat man hier, wie gesagt, Hair and Body Shampoo. Sehr pflegend. Und das Jill Sander Sun in 75 Millilitern. Finde ich total cool, dass sie das für den günstigen Preis verkaufen. Ich hatte das mal in klein. Ja, mal sprühen. Ja, komm, ich sprühe jetzt mal. Hatte ich schon lange nicht mehr. Ja. Oh, ich liebe das. Ich finde es total schön. Jetzt gerade für den Sommer. Ist auch sehr langanhaltend bei mir, obwohl es nur ein Eau de Toilette ist. Also wer das mag, schaut euch das mal an bei Douglas, dieses Angebot. Das ist echt sehr, sehr günstig nach meiner Erfahrung gerade aktuell. So, und dann, oh, ich muss noch mal riechen. Und dann habe ich mir tatsächlich noch eine Ladung Expressis gekauft. Das habe ich euch in meinem letzten Haul schon gezeigt, dass ich die aktuell total gerne lackiere, weil die einfach so schnell trocknen und so unkompliziert sind. Und das Hellblau habe ich heute drauf.
Live in 4D heißt das. Und wie gesagt, das habe ich drauf. War auch sehr, sehr schnell trocknend. Ich finde es auch sehr schön, natürlich, das muss man mögen, aber hellblau ist so eine Sommerfarbe für mich. Das Einzige ist, das ist echt nicht deckend. Also die anderen Expressis, die ich habe in solchen bunten Tönen, in matten Farben, was heißt matt, also in solchen klassischen Farben, sind sehr deckend. Da habe ich jetzt hier allerdings 3 bis 4 Schichten gebraucht. Also das hier sind 3 Schichten und dann zum Beispiel hier auf dem Daumen habe ich sogar 4 Schichten gebraucht. Und auch hier habe ich gesehen, hätte es noch eine Schicht gebraucht bei dem Zeigefinger, glaube ich. Also das muss man wirklich mehrfach lackieren. Da war ich ein bisschen enttäuscht, weil das war ich von den Expressis echt nicht gewöhnt. Also normalerweise sind die wesentlich deckender, die ich da sonst davon hatte bislang. Gut, es trocknet trotzdem sehr schnell. Deswegen war es dann nicht so schlimm, da 3 bis 4 Schichten zu lackieren, weil es einfach sehr, sehr schnell getrocknet ist. Aber es bedeutet, den werde ich wahrscheinlich auch schnell leer bekommen, wenn ich so viel lackieren muss für eine Maniküre. Und dann habe ich mir noch 2 Farben gekauft, aber das war es jetzt auch. Jetzt habe ich eigentlich alle Farben, die ich so gerne trage, als Expressi. Und zwar hier so ein klassisches Rosa. Pink habe ich ja schon, das habe ich euch ja beim letzten Mal gezeigt. Aber so ein Rosa trage ich halt auch total gerne. Das heißt, das musste noch sein. Das ist die Farbe In the Time Zone 200. Und dann als letztes noch so ein Grau, Air Dry 340. Das ist für mich so eine Herbstfarbe. Sowas lackiere ich auch total gerne, weil es einfach, finde ich, zu fast allen Looks passt. Also gerade wenn man Jeans trägt auf der Arbeit, passt so eine Farbe eigentlich immer. So, und da kostet ja ein Lack 7,99 € im UVP, oder? Nochmal nachgucken, sind die... Nee, 7,99 €, genau. Und ich hatte dann bei Douglas einen 15% Gutschein gefunden und dann pro Lack 1,20 € nochmal gespart, also 6,79 € bezahlt. Das war jetzt teurer, als man die bei Flaconi bekommt. Aber die Farben, also ich glaube vor allen Dingen das Hellblau, gab es nur bei Douglas. Und deswegen habe ich jetzt dann dort meine Bestellung aufgegeben. Aber wie gesagt, das war es jetzt mit Lacken. Jetzt habe ich alle Farben, die ich wollte von den Expressis. Und jetzt ist dann auch gut. Und dann habe ich mir noch 2 von diesen Galactic Shadows von Messauda gekauft. Denn ich liebe ja Cremelidschatten, gerade im Alltag. Und die 3, die ich davon schon hatte, haben mich wirklich überzeugt, fand ich gut. Und jetzt habe ich mir einfach noch die 2 Farben gekauft, die mich auch noch interessiert haben, nämlich Life on Mars und Another World. Das sind jetzt auch keine klassischen Farben, weil zum Beispiel Life on Mars ist laut des Swatches, den ich gesehen habe, changierend. Das werden jetzt mal gemeinsam swatchen, habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. Ja, genau. Genau, das ist so changierend zwischen Rot und Gold. Also es ist eben kein klassisches Gold und es ist aber auch kein klassisches Rot, sondern das ist wirklich sehr schön changierend. Und so einen Ton habe ich tatsächlich auch noch nicht. Weil klassische Brauntöne will ich ja nicht mehr kaufen als Creme Meat Schatten, weil da habe ich ja die von Ariane Beauty, die mir sehr gut gefallen. Aber das, da habe ich drauf gehofft. Ja, finde ich sehr schön, sehr leuchtend. Seht ihr das? Es leuchtet echt krass. Ich glaube, damit kann ich einen sehr schönen Look schminken. Und Another World, das sah mir auch besonders aus. Ja, in der Flasche sehen sie sich ähnlich, ne? Der Flasche sehen sie sich ähnlich. Das hier ist der, den ich gerade geswatcht habe. Wie hieß der nochmal? Life on Mars und das ist Another World. Ich habe gehofft, dass ich die kombinieren kann. Aber jetzt machen wir mal hier Another World neben Life on Mars. Das müsste eigentlich dunkler sein. Ja, ist dunkler. Gut. Aber eine Farbfamilie, definitiv. Ja, aber es ist gut. Weil das wollte ich dann tatsächlich miteinander kombinieren. Und dann noch ein goldener Highlighter dazu. Zum Beispiel der Rodeo Drive von Ofra. Ich glaube,
das kann ein sehr schöner Look werden. Also das als dunkler Ton, das als Highlight auf dem beweglichen Lid und dann Rodeo Drive quasi im inneren Augenwinkel. So habe ich mir das vorgestellt. Und das dann als Sommerlook mit dem Sun Parfum. Doch, ich glaube, das wird mir gut gefallen. Und die haben gekostet 19,49 Euro das Stück. Genau, 19,49 Euro das Stück. Und dann, und deswegen habe ich eigentlich die Bestellung aufgegeben, gab es tatsächlich ein Ritual-Set umsonst dazu. Ich glaube, ab 75 Euro Bestellwert, ich hatte 78 irgendwas, gab es das umsonst dazu. Und zwar das Duschgel in 50 Millilitern und die Bodycream in 70 Millilitern. Und das fand ich super. Dann auch aus der Sakura-Reihe, die liebe ich, ja. Also Sakura ist vom Duft her meine zweitliebste Reihe. Ayurveda mag ich vom Duft her noch lieber, also die rote. Aber Sakura finde ich pflegender. Also von der Pflegewirkung ist dann Sakura von den Rituals rein auf Nummer 1 und Ayurveda auf 2. Vom Duft her ist es genau andersrum. Aber wie gesagt, das finde ich super, freue ich mich drüber. Den Schaum habe ich gerade in Anwendung in einer großen Größe. Und dass es das umsonst dazu gab im Doppelpack, hat mich dazu verleitet, die Bestellung aufzugeben. Wie gesagt, es sind alles Produkte, die ich haben wollte. Also die Expressis wollte ich haben, die Cremelidschatten wollte ich haben. Das Sunset war einfach ein Riesenschnäppchen und der Duft verströmt hier gerade schon, macht gute Laune. Ja, und das umsonst dazu, super. Also würde ich euch auch empfehlen, bei Douglas immer mal so ein bisschen zu warten mit einer Bestellung, wenn ihr Sachen nicht dringend braucht, bis es so ein Goodie dazu gibt. Gibt es wirklich häufig bei Douglas, ab einer gewissen Bestellsumme, und das fand ich super. So, und als Proben habe ich mir dann noch zwei Parfumproben ausgesucht. Einmal das Alien, das ist ja mein allerliebstes Parfum von Mugler. Und das lege ich mir dann halt gerne in die Handtasche, so eine kleine Größe. Das heißt, wenn ich mich dann daheim einsprühe mit Alien, dann nehme ich das halt mit. Wobei das Alien bei mir, wenn ich das aufsprühe, auch den ganzen Abend, den ganzen Tag hält. Aber trotzdem, um sicher zu gehen, lege ich mir dann solche Parfumproben, wie gesagt, immer gerne in die Handtasche. Und als zweites habe ich dann noch hier von Dior Chador genommen. Das ist ja auch ein sehr bekanntes Parfum, kenne ich aber noch nicht. Und das werde ich dann gerne mal ausprobieren. Oh, das Sun Parfum, Leute. Warum habe ich das so lange nicht mehr verwendet? Das riecht echt toll. Ja, ich schweife ab. Das war mein neuester Einkauf. Was kann ich euch empfehlen? Eigentlich, ja, also wie gesagt, die Expressis, wer sich gerne die Nägel lackiert und nicht warten möchte, die sind wirklich super, total schnell trocknet. Aber das braucht mehrere Schichten. Also das Hellblau würde ich wirklich nur Leuten empfehlen, die bereit sind, da auch viele Schichten zu lackieren, weil die erste Schicht und auch die zweite ist halt einfach streifig und das möchte man so nicht lassen. Die hier sind wirklich toll. Also die beiden Farben habe ich noch nicht ausprobiert, aber ich habe ja die anderen Farben davon schon, Nebula und Icarus. Und die sind super. Das heißt, Messauda ist wirklich auch eine Überraschung für mich dieses Jahr, was Make-up betrifft. Das ist wirklich gut. Also gefällt mir gut, was ich da bislang ausprobiert habe. Das hier von Rituals, dieser Kurereihe, kann ich auch nur empfehlen. Sehr pflegend, sehr schöner Duft. Das hier ist, finde ich, ein Riesenschnäppchen. Also wer auf den Duft steht, ich glaube, günstiger kommt man da nicht ran als aktuell bei Douglas. Und auf die Zahncreme bin ich sehr gespannt, ob die meinen Zähnen gut tut. So, und damit war's das für heute. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn euch mein Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.